Checkt jetzt gerne die Beschreibung aus für günstige Coins, PSN Cards oder Xbox Live, um mich zu unterstützen bei IGFold. Korrekte Sache, danke dafür und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 17 Squad Builder Showdown. Und heute gibt es ein Battle der Giganten, und zwar wird Eden Hazard 98er Team of the Season antreten gegen Neymar und gegen... Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Gegen What's poppin' YouTube treten wir heute an. Und ihr habt schon gerade gehört. Du hast Neymar, ja. Ich habe Neymar, den 98er Start, und du hast Eden Hazard am Start, ne? Ey, ihr habt es euch gewünscht, dass ich Eden Hazard mal nehme. Und ich meine, was gibt's Besseres als jetzt ein Battle gegen Neymar und gegen dich? Freunde, lass auf jeden Fall eine Bewertung da. Was denkst du, wie viele Likes werden wir hier auf diese Episode schaffen? Mega, momentan ist deine Community ja mega aktiv, wenn wir gegeneinander irgendwas machen. Deswegen haut mal wieder easy die 10.000 Likes raus, Leute. Easy. Ey, das wäre auf jeden Fall heftig für mehr Battles. Und dann könnt ihr auch gerne jetzt das nächste Battle in die Kommentare schreiben. Messi gegen Ronaldo oder so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und ja, dann checkt auf jeden Fall auch noch die Episode von Tim ab. War ein richtig geiles Buy for Sky Battle. Und ja, wollen wir anfangen? Ja, Mann, wir können anfangen. Wer hält als erstes die Formation in die Kamera? Soll ich machen oder halt du? Halt du, glaube ich. Ja, halt einfach mal hoch. Ich habe die schon auf. Dann halt ich mal hoch. Und zwar habe ich die Formation, ja, die habe ich für dich aufgeschrieben. Sag mal, was du hast. Welche hattest du? Ich hab eben kurz nicht gehört. Hau mal rein, sag du mal, welche du hast. Ich hab's noch nicht ausgesprochen. Also ich hab die 4-3-3, die dritte, Junge. Oh, nee. Welche ich hast hab du? Die 4-3-3, die stinknormale aufgeschrieben. Die, oh Mann, ey, richtig knapp. Ich wusste nämlich irgendwie eine 4-3-3. Man musste... Ja, es gibt noch eine andere, ne? 4-3-2-1 oder so, aber gut. Ja. Ich hab die 4-3-3, die dritte. Okay, und was hast du für mich aufgeschrieben? Ich hab nämlich... Jetzt soll ich sagen, du mal raus, ha? Die 4-3-2-1 mitgenommen. Nein. Ey, Junge, ich dachte, das wäre zu auffällig. Wieso? Deswegen habe ich die 4-3-3, die zweite. Oh mein Gott. Ich dachte, ja, du nimmst ja sonst auch immer so eine 4-3-3-Formation. Ja, heute habe ich mal wieder gedacht, ich nehme mal die mit engen Flügelspielern hier mit. Ja, nice. Das heißt, wir dürfen beide unsere Formation behalten, ne? Ist schon mal heftig, und jetzt kommen wir zu den Offensivspielern. Mal gucken, wen du da so aufgestellt hast. Ja, aber das wird interessant. So, Leute, weiter geht es zum Stürmer und zum rechten Flügelspieler. Und ich habe mir da was aufgeschrieben. Ah, vielleicht könnte das Sinn machen. Hau mal raus, was du da hast. Ey, also, ja gut. Die Spieler wirst du auf jeden Fall kennen. Das sind jetzt keine Unbekannten. Und deswegen habe ich schon ein bisschen Angst. Ich fange einfach mal an mit meinem Stürmer. Und das ist... ein Team of the Season, und zwar Team of the Season Costa von Chelsea. Ah, das ist schwer, den zu erraten, weil er halt bei Chelsea spielt. Und auf dem rechten Flügel habe ich ebenfalls einen von Chelsea, und zwar William. Den muss ich jetzt hier kurz einmal suchen, den habe ich als rechten Stürmer. Ja, du kannst einfach mal sagen, vielleicht hast du ihn ja schon. Ja, der Typ gönnt sich einfach drei Chelsea-Spieler im Sturm. Das heißt, du kannst im zentralen Mittelfeld machen, was du willst, weil alle haben ihren grünen Link. Ich dachte ehrlich gesagt, du bist heute so clever und nimmst Mertens, weil er Belgier ist, und Callejon, weil er dann den Link zu Mertens hat. Ich wollte erst Mertens nehmen, aber dann dachte ich mir so, diese Kombi ist auch ganz fresh. Und ja, aber was du hast, ist echt fresh. Aber Mertens, Callejon ist auch fresh gewesen, du darfst deine behalten. Uiuiui. Ja, mal gucken, ob du was bei mir erraten hast. Mal gucken, okay, was ich halt hoch. Ob du was ich bei hab mir schon was gedacht. Dann hau mal raus. So, ich muss raushauen. Ich hau mal raus. Und zwar habe ich einen Stürmer. Ich glaube, auf den kannst du gar nicht kommen. Ich wollte hier auf jeden Fall ein Team of the Season haben und habe mir deswegen Jonas mitgenommen. Und auf der rechten Seite habe ich dann den Brasilianer William. Ebenfalls wie du. Ich habe William aufgeschrieben, Digga. Und ich bin so dumm, Digga. Weißt du warum? Warum? Ey, ich dachte, André Silva, der von Porto, weißt du, wäre Brasilianer. Ja. Sonst hätte ich Jonas aufgeschrieben, aber ich habe André Silva aufgeschrieben. Aber du hast William. Portugiese. Ja, aber ich habe William, Mann. Wie kommst du denn auf William? Junge, ich wusste, dass du brasilianisches Dreieck machst vorne, oh, Alter. Ich Mann, gewusst, Alter. Dann habe ich jetzt hier schon direkt meinen Bronzespieler. Willst du da schon einen Joker haben? Ja, setzen wir einfach jetzt schon mal auf dem rechten Flügel Torwart rein. Ey. Besser geht's auch gar nicht. Besser, oh Mann, ey, ne, rechter Flügel. Ein Bronzekeeper, Leute. Wisst ihr, wie ich darauf Bock habe? Das gar nicht. Boah, das wird lustig, ey. Ja, ich würde sagen, das hat mich schon mal sehr, sehr gut getroffen. Einfach jetzt ein Torwart auf deinem rechten Sturm. Das wird schon mal lustig. Das wird echt schon mal lustig. Für dich zumindest, für mich nicht so. Egal, vielleicht habe ich ja im Mittelfeld jemanden getroffen. Ja, ich... Du weißt es, ich mach's dir eigentlich nie leicht, und deswegen fange ich einfach mal an mit dem ersten Spieler im ZM, und das ist
ein Team of this Season, und zwar Jens Tornstra, 90 rated von Feyenoord Rotterdam. Okay. Daneben. Den habe ich garantiert aufgeschrieben. Daneben habe ich ebenfalls einen von Feyenoord Rotterdam, und zwar Phil Hehner. Ja, auch Holländer, gibt den Perfect Link, auch Tots, 86 rated. Und daneben, okay, den könntest du haben. Der spielt nämlich bei Monaco und ist Brasilianer und heißt Fabinho, Team of the Season. Den müsste ich mir nochmal kaufen. Vielleicht ja, hast du ihn ja sogar. Den brauchst du dir nicht kaufen, weil ich ihn hab, Digga. Oh mein Gott. Ey, echt? Ich dachte, du nimmst Asrobe. Ich dachte, du nimmst Bakayoko und Fabinho. Und deswegen habe ich beide aufgeschrieben und dann auch irgendwie Nainggolan, falls du den nehmen solltest. Macht zwar in diesem Duo oder diesem Trio nicht so viel Sinn, aber Fabinho hat Sinn gemacht. Geil. Läuft. Ey, Junge, hä? Okay, ja gut. Ja, ich dachte irgendwie Ars Monaco-Duo so. Geil. Na, war nicht schlecht gedacht, Mann. Okay, willst du ein Torwart oder warten? Ich will ein Torwart haben. Ist, oder? Rechts. Es ist ZDR. Mach einfach Torwart, mach einfach Torwart, ja. Okay. Ja, scheiße, Mann. So. Ich dachte ehrlich, den hast du nicht. Okay. ich hab wieder mal irgendwie meinen Kopf da spielen lassen und gedacht, ja, das könnte er haben. Und ich fange jetzt an, bei mir einzufügen. So, ich will nicht auf den Torwart suchen. Warte mal, kann ich mal predicten, Digga? Hast du Brasilianer? Du musst einen haben, ne? Ich hab vielleicht Brasilianer, ja. Wen denn? Das musst du jetzt sagen. Okay, wen ich hab, das muss ich jetzt sagen. So, zum einen hab ich, ich hoffe, du hast Rafinha oder so aufgeschrieben, weil ich hab mir Casemiro gegönnt. Ja. Dann hab ich mir noch einen Brasilianer gegönnt, den könntest du auch haben, und zwar Coutinho. Okay. Und dann hab ich mir keinen Brasilianer gegönnt, sondern einen Engländer, und zwar Team of the Season, Dele Alli. Was für ein Monster, Digga. Ey, ich kann dir sagen, ich habe 3 Brasilianer aufgeschrieben. Ich dachte, du gehst mit Brasilien. Aber ich habe Casemiro. Oh Mann, ey. Ja, Mann, ey. Wen hast du noch aufgeschrieben? Ja, ich dachte, du gehst auf türkische Liga Brasilianer. Ich habe Talisca und Mossoro. Sind beides Tots. Mann, ey, schon 2 Positionen, also 2 Reihen und direkt 2 Spieler hast du getroffen. Egal, ich habe auch einen bei dir. Vielleicht sieht es jetzt in der Verteidigung dann anders aus, dass ich da einen treffe, du keinen. Dann wäre das auf jeden Fall wieder ausgeglichen. Ich gönne mir auf jeden Fall hier einen Bronzespieler, Mann. Aber du kannst wenigstens einen normalen nehmen und keinen Torwart. Ja, Mann, es geht weiter, und bei mir ist der erste Bronzespieler drin, und das ist ein Torwart. Ja, aber bei dir auch. Drin. Ja, deswegen gleicht sich das ja wieder aus, und jetzt kommen wir zur Außenverteidigung. Okay, hast du denn da? Verteidigung. Da habe ich dir was Gutes durchdacht. Da habe ich mir was Gutes durchdacht, hoffe ich zumindest. Ne? Hau einfach mal raus, was du hast, dann sage ich dir, ob das gut war oder schlecht war, was ich mir da durchdacht habe. Ich fange einfach mal an mit dem Linksverteidiger. Da könntest du auf jeden Fall drauf kommen. Es ist nämlich einer aus der Eredivisie, und es ist 4 Gefähr von Ajax Amsterdam. Mhm. Guter Name auf jeden Fall. Aber rechts hast du auch eine Chance. Ja, da gibt es ja eigentlich so 2, so, die du nehmen könntest, aber du kannst eigentlich viele nehmen, weil der Innenverteidiger auch noch einen Link hat zu deinem ZM. Ja, aber ich bin ehrlich, ich habe Angst, weil ich gehe ja eher so auf Team of the Seasons, und deswegen habe ich Fernandes, der einzige Brasilianer, der es als Rechtsverteidiger gibt, als Team of the Season. Von ich ZSK. Muss dir sagen, ich habe nicht ein, ich habe nicht 2, ich habe Dira und Kongolo aufgeschrieben. Boah. Ey, Kongolo hatte ich erst, ne? Ich wollte erst den heftigsten nehmen, weißt du? Wie hieß er noch? Der, keine Ahnung, mit 90, 95 Tempo ist auch egal. Auf jeden Fall behalten wir die jetzt. Und du bist dran. Ich bin dran. Oh, ich suche schon wieder auf den Transfermarkt. Ich wollte natürlich wieder in meinem Verein suchen. Und da habe ich den nächsten Team of the Season am Start. Nämlich einen, du kannst es dir denken, Brasilianer. Nur die Frage ist jetzt, wer es von diesen ganzen Linksverteidiger Brasilianern ist. Ich habe mich für Tejes entschieden. Okay. Und auf der rechten Seite habe ich mich für Oxlade-Chamberlain entschieden. Oh, jetzt Spannung pur. Ich kann dir sagen, ich habe einen Brasilianer aufgeschrieben. Ist es Tejes? Es ist Alexandro. Oh, Scheiße, danke, dass du mich ein bisschen verschont, ey. Und rechts, wen hattest du da? Rechts hatte ich Valencia. Okay, ja gut. Ja, war schon ein guter Tipp eigentlich mit Valencia, Team of the Season. Okay, die letzten 3 Spieler dann jetzt, ne? Ja, jetzt entscheidet alles, sich alles, deswegen let's go. Ab geht's zu den letzten 3 Spielern, Leute. Hier wird es nochmal sehr entscheidend, weil ein Innenverteidiger und Keeper will man eigentlich nie verlieren, ne? Nee, Mann, nicht wirklich. Und du kannst dir eigentlich sowas denken, was ich jetzt hier mache.
Aber gut, soll ich einfach mal raushauen jetzt? Hau einfach raus, ich schweige einfach und hoffe, dass ich was hab. Meine Innenverteidigung besteht aus nicht sehr pacigen Spielern. Denn da haben wir einmal Dante und Luizão, Team of the Season. Und Luizão, Team of the Season, spielt bei Benfica und ist Brasilianer, genauso wie Ederson im Tor. Und ich glaube irgendwie, dass du den hast. Ich bin mit Thiago Silva, Marquinhos und Trapp gegangen. Oh, Junge. Ja, du nimmst doch mal so gute Spieler mit und ich dachte heute Thiago Silva, Team of the Season, heute wird Zeit, dann nimmt er den. Oder Marquinhos, Mann. Nee, Glück gehabt, Mann. Ich habe extra ein paar Schwächere genommen, aber dafür hast du jetzt die Chance, da durchzukommen mit Neymar. Deswegen. Ja, weiß nicht. Die sind trotzdem nicht schlecht. Team of the Season Spieler sind eigentlich immer gut, auch wenn die jetzt langsam sind. Dafür haben die dann Stellung. Aber guck mal hier. Denkst du, Luizão 39 Tempo? Ja, 39, das ist ehrlich extrem langsam. Egal, bei mir, ich habe ehrlich gesagt Angst. Ja. Ich habe sehr viel Angst, weil hier konnte ich eine Sache machen, die ist sehr auffällig. Wenn du den einen Spieler hast, hast du alle drei. Ich bin trotzdem das Risiko eingegangen. Okay, hau raus. Und zwar habe ich mir in der Innenverteidigung Diego Angelo gegönnt und Marcelo aus der Super League. Und dann dazu der passende Torwart Fabrizio. Das habe ich sogar schon mal gegen dich gemacht. Ich habe mich für Felipe von Porto entschieden, Mann. Ich wusste, dass du so einen nimmst, aber nicht Marcelo. Und dann habe ich auch David Luiz gedacht und Ederson im Tor. Oh, ja, Mann, ich bin wieder mit der Super League durchgekommen, Mann. Geil. Ah, shit, Glück gehabt. Ich glaube, das darf ich aber jetzt nie wieder gegen dich machen, weil zweimal, das reicht auch. So langsam ist es, glaube ich, auch fällig, aber trotzdem heftige Teams. Ich habe zwei Bronzespieler bei dir reingestellt, du hast einen. Ja, wir werden einfach mal schauen. Wie viele Team of the Season-Spieler hast du? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe auch 7. 7 gegen 7, trotz. Hazard gegen Neymar. Jetzt geht's los, Mann. So, jetzt geht's los ins Spiel. Mal gucken, was du so gebaut hast, Boah, Digga. Boah, krank. Ach, du Scheiße. Ey, Junge, wir bauen aber trotzdem auch immer heftige Spieler. Spieler-Teams meine ich. Na gut, Neymar, Jonas, mal gucken, was die so bei dir reißen. Bei dir 92 Schmied, bei mir 90. Ich 2 Bronzespieler, du 1. Du hast einen kleinen Vorteil, aber das heißt nichts. Ich würde sagen, wir werden beide einfach alles. Mal gucken. Let's go. Los geht's, ja, Mann. Oh, Eden, Digga. Oho. Jetzt kommt Eden Hazard. Oh mein Gott, nein. Ey, wäre der rangekommen. Oh nein, nein, das ist die Stärke jetzt. Scheiße. Ja, ja, ja. Der läuft einfach durch, Digga. Komm, einfach auf Abpraller hoffen. Oh, Mann, danke, ich wollte auf Abpraller hoffen. Ja, ja, oh, ja, ja. Krasser Pass, Alter. Und der kommt nicht hinterher, nein. Und da ist das 1-0, Alter. Dieser Pass über alle Abwehrspieler. Ich hätte den nicht reinstellen sollen, Mann. Naja, egal. Komm jetzt. Oh, nein. Was ist mit meinem Keeper los, Alter? Wie geil war das denn? Was? Das war doch safe. Komm schon, William. Das ist der Torwart, nein, wieder direkt zurück auf Neymar und Neymar mit dem Finesse, boah! Oh mein Gott, Alter, wäre der reingegangen. Und das Spiel ist zu Ende. Ja, es geht 1-0 aus, kann man nichts machen. Hätte ich vielleicht auch wissen müssen, wenn ich mir so einen Verteidiger reinstelle, aber trotzdem verdient. Und naja, keine Ahnung, ein Spieler darf jetzt abstoßen, wir werden einfach mal schauen. Wen es treffen wird. So Leute, und dann sind wir auch schon beim Abstoßen angekommen. Ein gutes Tor habe ich geschossen, wo dein Innenverteidiger so langsam war, Alter. Richtig Glück gehabt. Das ist bitter, aber ja, so ist halt FIFA. Ja, Mann, okay. Einfach so ein langer Ball, ey. Richtig nice hoffentlich, für mich. So. Hoffentlich triffst du jetzt Luizão, Mann. Ja, also, der juckt mich gerade nicht. Bist du schon am Sortieren oder hast du schon sortiert? Ja, warte, chill. Ich hoffe, du kriegst jetzt... Ey, Hazard, Mann, wo soll ich den hinpacken? Ich weiß schon, ich habe schon im Kopf, welche Position ich heute nehmen werde. Genau diese Position. Warte. Ich hoffe, so, da wird heute was stehen. Ich nehme. Obwohl, warte. Nein, chill. Er überlegt sich ja full, wo er seine Spiele hinstellen soll. Ja, okay, mach. Er ist richtig ängstlich. So, Eden Hazard, du wirst heute getroffen. Hey, Junge, ich habe 7 blaue, Alter. Nehme. Ja, 7 blaue. Die Wahrscheinlichkeit, einen blauen zu treffen, ist relativ hoch. Eigentlich müsste ich einen treffen. Und deswegen nehme ich heute deinen Torwart. Was, du bist ruhig, Digga. Das heißt, das ist immer was Gutes, wenn der andere ruhig ist, Leute. Es ist Costa. Diego Costa. Es ist Costa. Team of the Season Costa. Ja. Als ob.
Der Typ kostet noch 500.000 oder so, oder nicht? Halbe Million, glaube ich. Ja, 400.000. Nein, ich habe nicht Costa getroffen. Junge, warum packe ich den ins Tor, Alter? Habe ich jetzt... Du prankst mich, oder? Ja, nein. Nein. Es ist Costa. 94 Tons discarded, Digga. Leute, Wakeslex hat mal wieder jemanden weggesniped. Als ob ich Costa habe. Ich glaub dir das gerade nicht. Du hast Costa getroffen. Ja, dann stoß ihn ab, Bro. Ich trau mich nicht mehr. Ich krieg nur 22.000 Coins dafür. Junge, 500.000 oder so ist der Typ eigentlich wert und ich triff Costa, wie geil. Junge, du nimmst sonst nie Torhüter, Mann. Ey. Ja, ich hatte ehrlich fast noch nie den Torhüter genommen, aber ich hatte gerade den Gedanken irgendwie, ja, da sind ab und zu mal gute Spieler und jetzt trifft er, ehrlich, Costa. Ja, nice, Alter. Okay, dann. Stoß ihn ab, mach das wohl so sein. Er ist weg, Alter. Er ist weg. Leute, ups. Schadensfreude ist einfach da. Lass dafür einen Daumen hoch da, würde ich sagen, oder? Ey, weil wegen Luisao, dem Pisser, Alter, weil der nicht hinterherkommt. Ja, okay. Machen wir einfach so, Jungs. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ich kann nichts mehr sagen und ja. Auch drei. Checkt die Episode bei Tim ab. Ja, man checkt die Episode bei mir. Peace. Ich bin gerade so voller Freude. Scheiße, Mann. Ciao, Jungs.